Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich mir mal überlegt, dass ich euch meine Quartalsfavoriten zeigen werde, denn für dieses Jahr habe ich mir gedacht, dass es ganz cool wäre, wenn ich so, ne, viermal im Jahr ist es dann ja quasi, oder? Ja, Quartal, euch meine Favoriten zeige, denn monatlich ist es für mich ein bisschen schwierig. Ich finde es cooler, wenn ich das wirklich quartalsweise mache. Deswegen hast du jetzt meine Favoriten aus Januar, Februar und März. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, ich habe hier tatsächlich einiges um mich herum stehen. Dann habe ich mir eine Liste geschrieben im Laufe der Zeit. Also eigentlich war das eine Liste, die nicht so hübsch aussah, um das mal so zu sagen. Und jetzt habe ich das nochmal neu abgeschrieben und bla, bla. Und dann habe ich hier noch eine Kiste, wo ich immer mal wieder Sachen reingemacht habe, um mich zu erinnern. Oder eben aufgrund meiner Liste mir das eben rausgesucht habe. Da habe ich was stehen, da habe ich was stehen. Sammy ist natürlich mein absoluter Quartalsliebling, ne? Und natürlich auch mein Freund, ja. Also das muss man tatsächlich sagen. Im ersten Quartal des Jahres ist es ja, also im Prinzip ja auch schon letztes Jahr gewesen, aber jetzt im ersten Quartal umso mehr, dass ich ja im Homeoffice war und mein Freund dadurch dann ja mein neuer Bürokollege geworden ist. Ja, so gerne wie ich tatsächlich meine eigentliche Bürokollegin habe, mit der ich ja aktuell nicht zusammen in einem Büro sitzen kann. Ja, ich mag aber auch sehr gerne meinen aktuellen Bürokollegen sehr gerne, mein Freund halt. Wir sitzen ja zusammen in einem Raum, der Raum ist groß, aber trotzdem geht ganz viel Liebe natürlich wieder raus an meinen Freund. Und ja, es ist ein angenehmer Bürokollege, auch wenn er manchmal ganz schön laut telefoniert, muss ich sagen. Aber ich telefoniere auch ganz schön laut. Sammy sowieso als Bürohund, absolutes Must-Have. Den dürfte ich niemals mit auf meine reguläre Arbeitsstelle nehmen. Aber ja, genau, das sind so meine ja, Buddy-Favoriten, sage ich mal, menschliche Favoriten. Jetzt kommen wir aber mal zu den Produktfavoriten, die ich jetzt so gesammelt habe. Ich möchte tatsächlich starten mit den Produkten hier, ich greife das hier einfach mal raus, von Beauty Mates. Also das war tatsächlich mein Must-Have, was ich hatte. Das hat auch relativ lange gehalten. Die Creme habt ihr, glaube ich, im Aufgebraucht-Video schon gesehen vom Februar. Die habe ich schon aufgebraucht. Das hier ist jetzt mein Backup. Das habe ich jetzt von Beauty Mates nachgeschickt bekommen. Und hier ist, das ist jetzt aber leider schon aufgebraucht, der Anti-Falten-Booster. Mindert Falten und glättet die Haut. Und ja, das ist halt die Kombi, die mir am allerbesten gefallen hat. Die Creme ist richtig, richtig geil. Die hat meine Haut schön versorgt. Die ist, glaube ich, versorgt. Genau, die ist mit Ceramiden. Was ist da noch drin? Mangoöl, Mangoextrakt oder sowas und noch irgendwas richtig Geiles. Ich muss mal eben kurz gucken. Die kommen aus Alling. Das ist in Bayern. Das ist ein relativ junges Startup tatsächlich. Ich habe mit denen auch schon mal zusammengearbeitet. Ich muss mal eben kurz gucken, was da noch drin ist, was ich so geil finde. Ziza-Extrakt, genau. Das ist ja dieser koreanische Wirkstoff. Ich habe das hier natürlich in meinem Handy-Kabandi. Und ja. Das ist echt gut für die Haut. Das ist vor allem für meine sehr sensible, sehr anspruchsvolle, sehr reife, nein, nicht sehr reife, reife Haut tatsächlich eine gute Geschichte. Ich habe nämlich die Rich-Variante, ne? Oder die Lift-Variante für trockene Haut. Und ich habe ja, ne, ihr wisst es, eine sehr trockene Haut. Und du hast in diesen Produkten kein Gedöns drin. Die sind vegan, tierversuchsfrei. Die sind ohne Gedöns, ohne zusätzliche Parfümstoffe, Farbstoffe, PEGs, bla, Sulfate. Blende ich euch hier einfach mal ein, lasse ich euch durchlaufen. Kann ich mir nicht hundertprozentig immer wieder merken. Und ich möchte hier auch nicht wie QVC wirken, denn ich zeige euch die Produkte ja ständig in die Kamera und ich möchte euch damit nicht auf den Sack gehen, bin ich ehrlich. Aber ich möchte sie euch einfach als einen meiner absoluten Quartalsfavoriten vorstellen, weil ich sie geil finde. Ich habe auch einen Code, ClaudisWelt30, damit sparst du 30% auf deine Bestellung. Schau einfach da mal im Set-Konfigurator, welche Produkte für dich so interessant sind. Da kannst du dir das individuell zusammenstellen. Das hier wäre jetzt quasi das Anti-Falten-Set. Mit dem Produktberater kannst du schauen, welche Produkte überhaupt für dich in Frage kämen. Das finde ich auch ganz nice, muss ich gestehen. Und ja, also ich bin sehr froh, dass ich hier noch ein Backup habe. Und dann habe ich ja noch die anderen Booster hoch zugeschickt bekommen, weil ich herausfinden wollte, welchen von den Boostern von Beauty Mates ich am coolsten finde. Da habe ich zum Beispiel jetzt den AHA Glow Booster für ein strahlendes und verbessertes Hautbild. Den habe ich aktuell in Anwendung. Den verwende ich abends tatsächlich. Jetzt, es ist Sonntag und jetzt fängt mein Nachbar schon wieder an, sein Auto zu saugen. Es ist Wahnsinn. Also, Schätzelein, falls du dieses Video siehst, warum um 6 Uhr abends am Sonntag, wenn es dunkel wird, saugst du dein Auto? Hm? Okay,
Auf jeden Fall, diese Creme ist richtig, richtig, richtig toll. Also die kannst du als Make-up-Primer verwenden, die kannst du als Fresh-Up zwischendurch verwenden. Das mache ich persönlich richtig gerne. Also dass, wenn ich fertig bin mit der Arbeit, also im Homeoffice, ne, wasche ich mir das Gesicht ab, dann packe ich mir wirklich nur die Creme mit dem Booster auf das Gesicht und dann ist mein Gesicht ready to go oder auch ready to glow. auf jeden Fall gebe ich mir jetzt mal eine kleine Menge auf, weil ich das nur für meinen Hals nehmen werde. Weil ich bin jetzt ja geschminkt, ich brauche jetzt keine Creme drüber geben, Leute. Wir haben hier dann den Pumper. Ich zeige euch das mal an dem anderen, den ich jetzt hier habe, weil in dem anderen ist nicht so viel drin. Und da reicht echt so wenig. Ich gebe jetzt nur einen einzigen Tropfen damit rein. Theoretisch, ne, gebe ich mir halt einen Finger Creme, dazu dann 1, 2, 3, 4, 5 Tropfen Booster, je nachdem. Und dann vermenge ich das so in meiner Handinnenfläche und dann kommt das so direkt auf mein Gesicht. Also da sieht das dann so aus und das ist so angenehm, weil es bröckelt nicht und es ist halt wirklich als Primer richtig gut geeignet. Es ist so pflegend und macht eine schöne Haut. Ich habe von vielen auch schon gehört, die das auch nachgekauft haben tatsächlich und gesagt haben, ja Claudi, das ist echt ein gutes Produkt und das ist auch jetzt nicht super hochpreisig oder so. Also das ist jetzt kein Drogeriepreis, aber es ist auch definitiv mehr als Drogeriequalität und ich finde es geil, muss ich sagen. Und natürlich mit dem Set-Konfigurator bekommst du, je nachdem wie viele Produkte du dann zusammen konfigurierst, auch entsprechend das noch günstiger, ne? Und ja, so. Jetzt strahlt das Ganze. Und ich bin ja eigentlich immer so ein bisschen ängstlich, was Säuren angeht. Deswegen hatte ich eigentlich immer mich vor dem AHA Glow Booster gedrückt. Aber gut, etwas, was ich halt wie gesagt aufgebraucht habe und voll geil finde, ist der Anti-Falten Booster. Kann ich empfehlen, weil der halt so ein bisschen, ja, hier steht, mindert Falten und glättet die Haut. Es ist schon so ein gewisser Plumping-Effekt mit dabei, ne? Also gerade was so Stirnfalten angeht, was Mimikfalten bei mir angeht. Ich mag meine Falten, ich mag mein Gesicht, alles ist tutti, auch selbst die Mr. Fred-Familie ist okay. Sie ist nun mal da. Aber es ist ein guter Unterstützer. Genau. Und das ist halt jetzt so abends bei mir in Anwendung mit der Creme, mit dem Booster. Aber als ich das in Anwendung zusammen hatte, war das halt eine richtig, richtig angenehme Kiste. Kann ich nur empfehlen, wie gesagt. Gehört zu meinen Quartalsfavoriten. Ohne Rampampam mit dabei. Claudis Welt 30, dann spart ihr nochmal mit dabei. Das war kein Reim. Ich wollte gerade cool reimen, aber es hat nicht funktioniert. Egal. Ich gucke mal, ob ich irgendwas vergessen habe, was da noch irgendwie inhaltsstoffmäßig cool wäre für euch. Genau, das wollte ich auch noch sagen. Bei den Boostern ist das Ding, das ist kein klassisches Serum, das ist halt wirklich ein Booster, ne? Also das Ding ist dreimal so hoch konzentriert wie ein ganz normales Serum. Das heißt, du kannst dir das Ding auch pur auf die Haut geben, aber bitte nicht länger als 14 Tage am Stück, ne? Weil das wäre ein bisschen zu heftig für die Haut. So als Kur 14 Tage maximal ist es schon cool, ne? Also das wirkt dann auch sehr intensiv. Da musst du halt selber für dich entscheiden, ob du das dann mit der Creme noch nachher dann mischt, also dass du quasi das einwirken lässt kurz und dann die Creme drüber gibst, oder ob du das wirklich pur auf der Haut lässt. Denn so purer du das auf die Haut gibst, desto intensiver ist dann natürlich auch die Wirkung. Ich habe das anfangs gemacht, dass ich mir das auch pur aufgegeben habe. Ich habe gemerkt, dass bei meiner sehr, sehr sensiblen Haut es einfach angenehmer ist, wenn ich das mit der Creme vermenge und das dann auf mein Gesicht gebe. Aber das müsst ihr, wie gesagt, für euch selber entscheiden, ne? Ich persönlich, ja, finde das Set richtig geil. Ich finde die Produkte richtig geil. Ich finde dieses Ganze dahinter ziemlich cool. Und ich mag einfach auch den Kontakt mit der lieben Mona Lisa. Das ist eine ganz, ganz liebe tatsächlich. Und ja, genau. Alle Produkte ohne Duftstoffe, frei von Paraben, Mineralölen, Silikon und PEG. Und es ist nur drin, was die Haut auch wirklich braucht. Ja, und da kann ich auch, das kann ich voll unterschreiben. Und das finde ich auch so wichtig. Also da versuche ich auch in der aktuellen Zeit so ein bisschen mehr drauf zu achten. Denn meine Haut ist stressbedingt ein bisschen am Eskalieren. Sie ist durch die Maskne ein bisschen am Eskalieren. Und da möchte ich ihr auch wirklich nur das dann geben, was ihr gut tut und was sie braucht. Ich persönlich bin mittlerweile relativ ab davon zu sagen, meine Creme muss jetzt nach einer Erdbeerbowle riechen. Ich finde es irgendwie einfach wichtig, dass meine Haut gepflegt wird, dass sie auch nur das bekommt, was sie braucht und nicht irgendeine Rotzepampe oder was auch immer ich da drauf packe. Und da versuche ich halt ein bisschen mehr drauf zu achten. Genau. Und nebenbei, es ist vegan und tierversuchsfrei. Das ist ein Reim gewesen. Jetzt habe ich es hingekriegt, Gott sei Dank. Die Kurve hat sie bekommen. Und könnt euch da ein Set zusammenstellen aus
beide Cremes, weil es gibt dann auch die normale Creme davon und einen Booster oder nur die Cremes oder nur die Booster, hin oder her, je nachdem wie dein Herz das möchte, gönn dir. Genau, ich habe hier nicht nur Beauty drin, ich habe hier auch so ein bisschen Lifestyle in meiner Kiste mit dabei und neben mir stehen. Was mache ich denn als nächstes? Als nächstes gehe ich hier mal hin. Ich habe sogar zwei Codes, da kannst du selber entscheiden, welchen du nutzen möchtest. Bei Benden gibt es sowohl bei YesStyle als auch bei Purish. In Purish habe ich den Code ClaudiesWelt15, da sparst du 15% Rabatt auf deine Bestellung. Und bei YesStyle habe ich glaube, den Code ClaudiesWelt und da ist der Rabattcode je nachdem, wie viel du in dem Online-Shop ausgibst. Genau. Beide Shops, beide Codes sind ein Affiliate-Code, das heißt, da verdiene ich auch eine kleine Provision dran. Musst du selber wissen, welchen davon du nutzen möchtest, wie auch immer, ob du gerade eh dabei bist. Hier habe ich auf jeden Fall von Benton die Snail Bee Ultimate Hydrogel Eye Patches, das sind diese hier. Die möchte ich eigentlich nur exemplarisch zeigen, weil ich bin in diesem Jahresquartal sehr darüber erfreut gewesen, dass immer mehr Firmen Augenmasken in Pöttchen rausbringen, weil hier hast du in so einem Pöttchen 60 Patches drin, das heißt für 30 Anwendungen reicht das. Stell dir einfach mal vor, wie viel Müllersparnis du hast in Relation zu 30 mal einzeln eingepackte Eye Patches, ne? Einfach nur mal in Relation. Deswegen habe ich die auch mit reingepackt. Ich habe die immer verwendet, wenn ich eine Crememaske gemacht habe, habe ich mir die unter die Augen gegeben. Wenn ich eine Tuchmaske gemacht habe, habe ich die mir drunter gegeben. Wenn ich mir einfach mal morgens, wenn ich morgens im Spiegel geguckt habe und mir gedacht habe, boah, ey, wer guckt mich denn da an? Habe ich erst kurz meine Augenpartie gereinigt, au, und mir dann einfach ein Patch drauf gemacht. Und das hilft einfach. Pack das in den Kühlschrank, dann hast du so eine schöne Cooling-Wirkung-Geschichte unter dem Auge. Ist so, so geil. Also ich fand's herrlich. Das ist jetzt ne mit irgendwelchen Schnecken- und Bienengeschichten mit dabei gewesen. Keine Ahnung. Hatte ich mal in Kooperation, wie gesagt, von YesStyle zugeschickt bekommen. Dazu hier oben auch nochmal ein Video. Aber wie gesagt, da geht es jetzt um das Thema an sich, dass endlich die Firmen darauf achten und sowas halt rausbringen. Also ich hatte das schon von Mizon, da habe ich schon ganz das Pöttchen leer gemacht. Dann habe ich das hier als nächstes. Danach habe ich eins von Food, irgendwas, Summer Food, genau, habe ich auch noch welche. Und also bis ich damit durch bin und das alles aufgebraucht habe, ne, dauert es noch ein wenig. Und ja, finde ich einfach klasse, deswegen wollte ich das hier auf jeden Fall erwähnen. Hello, ich bin's aus dem Schnitt. Ein bisschen Downgrading hier, was das Outfit und was das Make-up angeht, ne? Sorry. Ja, ich habe was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Und zwar den, also ich habe meine Abschminkroutine ja auch ein bisschen abgeändert. Und zwar verwende ich jetzt tatsächlich auch immer einen Abschminkbalsam. Dadurch bekomme ich viel besser mein Make-up runter. Und dann unter der Dusche benutze ich ja auch einen Schaumreiniger. Die Produkte von Yepoda habe ich ja zugeschickt bekommen. Da habe ich hier ja einmal den The Calm Balm. Was jetzt gerade einfach nicht scharf stellen will. Hallo, hallo, Fokus, genau. Der ist schon leer, den habe ich nämlich gerade aus meiner Aufgebrauchkiste rausgekramt. Und auch den The Bubble Double, den habe ich auch in meiner Aufgebrauchkiste. Die fand ich richtig gut. Also vor allem den Calm Balm kann ich mega empfehlen. Der ist echt klasse. Und ja, aktuell habe ich auch ein anderes Produkt noch in Anwendung, weil der jetzt natürlich leer ist. Da habe ich hier von Elemis aus einer Box tatsächlich, diesen Pro Rose Balm, bla, will auch nicht scharf stellen. Hallo, ja, es ist diese Vlogging-Kamera, die ich jetzt habe, das ist nicht so optimal. Rose Cleansing Balm, also ich liebe es einfach jetzt mittlerweile, mich mit Abschminkbalsamen abzuschminken. Meine Kamera spinnt ein bisschen rum, aber ich schneide das trotzdem noch rein, weil mir das sehr, sehr wichtig ist und euch das... Ich wollte euch das auch an die Hand geben. Bei Yepoda müsste mein 30% Code Claudi30 auch noch aktuell sein. Ich schreibe dir aber gleich auch nochmal an, dass sie den reaktivieren, falls der jetzt aktuell nicht aktiv sein sollte. Ich habe euch das auch in meiner Morgenroutine, in meiner Abendroutine gezeigt, vor allem in der Abendroutine. Da habe ich euch den Abschminkbalsam gezeigt in Anwendung. Also, ne, mega Empfehlung von mir. Habe ich volle Elle vergessen und schneide ich jetzt einfach mal noch mit in das Video rein. Und jetzt geht's weiter. Übrigens, dazu werdet ihr gleich noch mehr sehen, was diese Hose tatsächlich mit diesem Video zu tun hat. So, dann habe ich hier etwas, was ich euch auch zeigen wollte. Das ist Food. Und zwar ist das hier von Spoons of Taste. Ja, das habe ich jetzt tatsächlich als Produkttest, sage ich mal, zugeschickt bekommen. Ich möchte euch das aber einfach mal zeigen als
Referenzobjekt, weil ich aktuell einfach da durch diese ganze Homeoffice-Thematik und so, ne, bin ich dazu übergegangen, dass ich mir morgens einfach als Frühstück so einen Riegel gegessen habe. Sei es halt von Spoons of Taste, diese Riegel, die haben da aktuell so eine Kickstarter-Aktion, das packe ich euch mal unten in die Infobox. Deswegen ist es auch noch so eingepackt. Theoretisch ist es ja eigentlich in einer ganz normalen Verpackung irgendwann mal, ne? Ja, aber das hier ist halt, das ist die Aha-Bar. Fand ich total witzig vom Namen her. Da hatte ich jetzt in diversen Food- und Beauty-Boxen immer mal wieder solche Riegel drin. Und ich muss gestehen, dass ich im letzten Quartal sehr, sehr häufig sowas gegessen habe. Mir läuft gerade auch das Wasser im Mund zusammen. Aber nein, Claudi, beherrsche dich, es gibt gleich Burger. Mein Freund macht das gerade. Ich hab da so Bock drauf. Okay, auf jeden Fall wollte ich das hier nochmal gezeigt haben. Einfach eben deswegen, weil ich zurzeit einfach tierisch darauf abgefahren bin. Und dann gehörte das hier einfach mit in diese Box. Was ich auch recht häufig verwendet habe, ist von BH Cosmetics, da habe ich jetzt den hier exemplarisch, dieses weiße Pinselset. Ich glaube, das ist das Christmas Edition Pinselset gewesen. Und es hat so weiche Haare. Also Wahnsinn. Und da habe ich zum einen mir das hier als Reminder reingepackt, dass ich dieses Pinselset halt so geil fand, weil die Pinsel so toll sind, packe ich euch, glaube ich. Ich versuche euch so viel wie möglich in die Infobox zu packen. Mal gucken, ob ich die Infobox so vollgepackt hinkriege. Naja, auf jeden Fall, ich liebe die BH Cosmetics und die Lovia Pinsel nach wie vor. Das ist für mich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis, was halt Pinsel angeht, die man im ganz normalen Gebrauch verwendet. Die haben, glaube ich, alle, dass die vegan sind, also dass die quasi synthetische Haare haben. Aber dafür, dass die so synthetische Haare haben, haben die ganz schön weiche Borsten. Also es ist ein Traum. Ich finde es total großartig. Ich kann dieses Pinselset mega empfehlen. Und ich habe mir diesen Pinsel außerdem noch mit hier reingepackt, weil ich mich selbst daran erinnern wollte, dass ich euch sagen möchte, dass ich meine Pinselwaschroutine geändert habe. Ich bin jetzt dazu übergegangen, nicht Pinsel zu sammeln und die dann alle gleichzeitig zu waschen, so einmal im Monat oder so, und dann dafür Stunden im Badezimmer verschwunden bin, sondern dass ich jedes Mal, wenn ich meine Pinsel verwendet habe, sie mir direkt mit ins Badezimmer nehme, um eben meine 5-6 Pinsel und mein Schwämmchen durchzuwaschen. Und das ist so hilfreich, wenn man das wirklich regelmäßig macht und das auch definitiv direkt im Anschluss am Abend danach durchzieht. 1a. In der Zeit kann man sich eine Gesichtsmaske machen. In der Zeit kannst du irgendwie ein YouTube-Video dir reinziehen oder sonst irgendwas. Aber du bist nicht stundenlang im Badezimmer verschwunden, ne? Deswegen, das habe ich geändert, das ist mega geil. Also manchmal muss man seine eigenen Routinen auch mal überdenken, ne? Ja, hat mir geholfen. So, apropos eigene Routinen abändern, da habe ich hier noch etwas angefangen dieses Jahr. Das habe ich erst angefangen im Kopf und dann habe ich irgendwann in der Brigitte-Box dieses Büchlein drin gehabt und habe gesagt, alles klar, jetzt wird es verschriftlicht. Und zwar ist das hier ein Dankbarkeitstagebuch. Eigentlich ist das ein ganz normaler Kalender, der, wie gesagt, in der Brigitte-Box drin war, mit einem schönen Motiv vorne drauf. Und mich hat es einfach echt angesprochen mit diesen Mädchen und den Schmetterlingen und so, ne? Fand ich so toll. Und ja, ich zeige euch das jetzt nicht so, aber ich habe halt, ne, diese Seiten sind halt voll geschrieben. Sieht man das? Ich weiß nicht. Ich will es nicht zeigen, es ist geheim. Das ist ein Tagebuch, Leute. Und da kann ich auch mal reinschreiben, dass ich Freitag am 19. März auf der Couch eingeschlafen bin und es deswegen leider nicht mehr geschafft habe, in mein Dankbarkeitstagebuch was reinzuschreiben. Ansonsten habe ich hier immer so auf Doppelseite halt diese Übersicht über die 7 Tage. Und da habe ich halt genug Platz, um halt jeden Abend 3 Sachen mir reinzuschreiben, für die ich dankbar bin. Genau, und das habe ich dann auch wirklich gemacht und das macht mich positiver. Das hilft mir wirklich. Ich müsste sogar irgendwo, da, das muss ich nochmal schön anmalen, aber damit habe ich angefangen. Da habe ich hier vorne reingeschrieben, danke. Und ja, die 3 Stichpunkte, die ich dann jeden Tag hier reinschreibe, beginnen immer mit Stichpunkt, Strich, das, bla 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 bla. Und so ist mein Dankbarkeitstagebuch aufgebaut. Es hebt meine Stimmung, es macht mich glücklich und irgendwie lässt es mich so ein bisschen positiver durchs Leben streifen. Das finde ich ganz cool. Deswegen mein Dankbarkeitstagebuch. So, was habe ich denn hier noch drin? Das hier sind Bücher. Und da habe ich jetzt einfach die von Danny Pelletier hier mit, diese beiden habe ich jetzt hier exemplarisch mit reingepackt. Das ist einmal sein aktuellstes Buch, das ist Luca. Und dann habe ich hier auch noch Face Art mit drin, das ist ja von Maxim, das Buch.
Ich liebe die Bücher von Danny. Ich liebe es, dass er mich animiert hat, wieder mehr zu lesen. Anfang des Jahres bin ich angefangen mit den Sebastian Fitzek-Romanen. Die habe ich mir sowohl als Hörbuch gegeben, als auch als Buch an sich. Ich liebe es wieder, mich in andere Welten reinzudenken, wieder so ein bisschen meinen Kopf einzuschalten, um abzuschalten. Kann man das so sagen? Also für mich ist es auf jeden Fall so und es gefällt mir. Mir gefällt es auch, wie Danny seine Bücher schreibt. Mir gefällt es, dass ich diese Bücher auf Instagram reviewe und dass ich dazu sowohl von ihm als auch von euch echt positives Feedback bekomme. Das tut mir wirklich gut und es macht einfach Spaß, ne? Und das habe ich gebraucht und das habe ich einfach gemerkt, als ich angefangen habe, dieses Jahr wieder zu lesen. Und ich war damals so eine Leseratte. Also in meiner Jugend, da hat man mich immer mit irgendeinem Buch gesehen. Sei es im Urlaub, dass ich irgendwo, wenn ich mit meinen Eltern halt im Urlaub war, habe ich immer ein Buch mit dabei gehabt. Das war Grundbestandteil meiner Handtasche damals oder meines Kinderrucksacks. Ich habe immer gelesen. Wenn wir irgendwo in Museen waren und das hat mich nicht interessiert, ich habe ein Buch gelesen. Wenn wir irgendwo auf Ausflügen waren, wenn wir wandern waren, in Bayern in den Bergen, habe ich ein Buch in der Hand gehalten und gelesen. Und meine Mama hat mich dann immer halt irgendwie eingehakt oder ne, wie auch immer. Oder mein Papa hat seinen Arm um mich gelegt und die haben mich dann halt immer geführt und ich habe mich dann auch immer vollkommen nur auf mein Buch konzentriert. Und wenn dann irgendwo ein Stein kam, hätte ich drüber fliegen können, wenn die nicht aufgepasst haben, ne? Ich habe so viel gelesen und es ist mir einfach wieder aufgefallen, dass ich das echt verdrängend vergessen habe, dass ich das nicht mehr so gemacht habe und das habe ich traurig gefunden. Und dann habe ich wieder angefangen, das fing tatsächlich damit an, dass ich bei YouTube gesehen habe, dass es auch Hörbücher zum Beispiel hier gibt von Sebastian Fitzek, von den verschiedenen Büchern von ihm. Das habe ich wirklich angefangen, als ich Adventskalender gepackt habe zum Beispiel oder als ich Weihnachtsgeschenke eingepackt habe. Und dann bin ich halt dazu übergegangen, mir auch die Bücher von Danny Pelletier zu holen. Die gibt es ja teilweise auch als Hörbuch, das fand ich so cool. Dann gab es einige nicht als Hörbuch, dann habe ich die halt selber komplett gelesen und so, ne? Und dieses Eintauchen in eine andere Welt, das gefällt mir so gut und ich kann es jedem nur empfehlen. Ja, ich könnte da jetzt noch stundenlang drüber schwärmen, aber ne? Ich freue mich wie Bolle, dass ich das Lesen wieder für mich entdeckt habe. Das ist echt cool. So, dann habe ich hier noch etwas drin, auch das eher exemplarisch, habe ich, glaube ich, von Marion diese Kerze gekriegt im Adventskalender. Das hier ist jetzt von Yankee Candle, die Snowflake Cookie. Die ist echt intensiv vom Duft her, Leute. Wow. Ich habe in letzter Zeit einfach überall und ständig Kerzen an. Selbst wenn ich im Homeoffice bin, mache ich mir Kerzen an. Es ist einfach für mich so eine, weiß ich nicht, es ist einerseits eine Duftquelle, es ist eine Wärmequelle, es gibt mir irgendwie so ein bisschen Ruhe, Besinnlichkeit und es macht mein Herz einfach glücklich, ne? Und deswegen, also die habe ich jetzt hier einfach exemplarisch, komm, wir riechen aber trotzdem mal dran. Oh, mein Finger. Das wollte ich euch gleich auch noch zeigen. Genau. Die riecht extrem süß, aber sehr geil. So, als würde jemand einen Rosen-Cookie backen, quasi. Ja, ist aber ziemlich geil. Also ich habe ständig hier überall Kerzen an. Hier seht ihr auch ständig eine Kerze im Hintergrund. Bei uns im Wohnzimmer überall. Alles voll mit Kerzen. Teilweise müssen wir lüften, weil Claudia immer wieder mit Kerzen eskaliert ist. Aber ich lieb's. Ich lieb's so sehr. Und es ist wieder so ein, ne, cozy time. Das habe ich so stark gespürt, dass ich das einfach brauche. Und deswegen habe ich das einfach gemacht. Ja. Genau, bei meinen Fingernägeln waren wir. Ich habe das eigentlich aus der Not heraus gemacht, weil ich meine Nagellacke so testen wollte. Ne? Dass ich gesagt habe, ach Mensch, ne, du kannst jetzt aber nicht alle Fingernägel gleich lackieren, weil du könntest doch theoretisch 5 Lacke gleichzeitig testen. Und irgendwie hat sich daraus entwickelt, dass ich tatsächlich mir jetzt immer die Nägel unterschiedlich lackiere. Einfach weil ich dieses, es ist einfach bunt, ne? Und das gefällt mir. Und jemand, der mir dabei hilft, ist meine Alexa. Alexa habe ich zu Weihnachten geschenkt bekommen von meinem Freund. Das ist diese Echo Show. Die Skill, meine Familie, kann dir dabei helfen. Möchtest du ihn aktivieren? Nein. In Ordnung. Ihr merkt, sie redet manchmal mit mir. Das ist auch sehr freundlich für mich, ne, wenn ich hier sitze und auch mal so ein kleines Feedback bekomme. Nein, also ich lasse sie zum Beispiel auslosen, welchen Nagellack ich nehme. Ich lasse mir hier einen Timer stellen. Sie steuert mein Studio. Ich kann hier die ganzen Lichter an- und ausmachen über sie. Und ja, das hat mein Freund mir halt zu Weihnachten geschenkt, obwohl wir uns nicht schenken wollten. Kam er auf einmal mit dem Paket da um die Ecke, der Verrückte. Und ja,
die finde ich klasse und ich finde es einfach cool, dass ich hier eine habe. Wir haben auch eine bei uns im Schlafzimmer. Also, ne, wir gehen auch so ein bisschen über zu Smart Home und so. Das finde ich ziemlich nice. Gefällt mir tatsächlich. Und wenn wir schon mal bei der Lady sind, die Lady, ich nenne sie jetzt auch so, weil, ne, sonst reagiert es wieder auf mich, die wir im Schlafzimmer stehen haben, die steuert zum Beispiel unseren Staubsaugerroboter. Ja, den habe ich in der Kooperation zugeschickt bekommen. Ich muss den nochmal kurz freiräumen, weil ich da Klamotten drauf liegen habe. Und zwar ist das, ich habe jetzt hier den Karton, Leute, ne? Ich wollte jetzt nicht das ganze Ding hier holen. Das ist der Tesfor S6 Robotic Vacuum Staubsaugerroboter. Ja, wir hatten vorher auch einen anderen. Aber der kam ehrlich gesagt nicht so gut mit Sammys Haaren klar. Also der kam auch nicht mit unseren Longfloor-Teppichen klar. Da haben wir zwei Stück von. Einen haben wir bei uns im Büro quasi liegen und einen haben wir direkt unter unserer Couch liegen. Und da ist der andere nicht mit klar gekommen. Der hier kommt da aber mit klar. Der fällt da auch 1A drüber und der hat eine super Saugleistung. Der ist echt einfach zu reinigen und ja, das ist halt eine mega, mega Empfehlung von mir, ne? Ich liebe ihn, er hilft mir, er scannt den Raum ab, du kannst ihn über eine App steuern. Mein Freund hat sich auch schon den Spaß erlaubt, als ich alleine im Homeoffice war und er halt in der Firma sein musste, durfte, hat er einfach von der Firma aus den James gestartet und ich habe mich so verjagt. Der steht nämlich so ziemlich genau neben dem Platz, wo ich halt meinen Homeoffice-Bereich aufgebaut habe. Und dann ging das Ding auf einmal los. Ja, egal. Auf jeden Fall lassen wir den halt immer mal wieder fahren. Der hat auch eine Möglichkeit, dass er wischen kann und so. Ja gut, was haben wir hier an Quadratmetern? Wir haben 130 Quadratmeter Grundfläche, Leute, ne? Also der ist jetzt nicht für den kompletten Bereich hier bei uns eingeteilt. Im Badezimmer lassen wir den auch manchmal reinfahren, aber eher weniger, weil also es reicht bei ihm quasi für die Küche. Für Büro, Esszimmer, Wohnzimmer, hier lasse ich den auch nicht rein wegen der ganzen Kabel und Schlafzimmer. Also da, das sind so, ist so der, sein Bereich und ich würde sagen, das sind, boah, müsste ich meine App nachgucken. Also da habe ich mir halt, wie gesagt, die App runtergeladen. Kann ich ja mal eben kurz gucken. WeBack ist die App, nicht gesponsert oder sonst irgendwas, ne? Die Einrichtung, soll ich übrigens von meinem Freund sagen, war furchtbar. Und James hat auch gerade irgendwie einen Error, sagt er mir. Nee, das kann er mir gar nicht sagen, ne? Also ich habe hier wirklich, das ist ziemlich cool, ich zeige euch jetzt aber nicht die Karte von unserem Haus, das wäre ein bisschen blöd, ne? Weil, man sieht hier wirklich den Grundriss von unserer Wohnung. Man kann hier Bereiche einteilen, man kann ihm sagen, er soll hierhin, er soll dahin, er soll einen bestimmten Bereich nicht machen. Der hat keine Probleme, was Treppen oder sowas angeht, weil er da nicht runterfällt. Ja. Was soll man da noch groß zu sagen? Ja, das ist auf jeden Fall unser James und wir haben James sehr lieb. Mein Freund hat den James genannt, ne? Ich fand's witzig. Okay, dann unser zweiter Freund. Sammy liegt jetzt im Hintergrund, deswegen mache ich den nicht an. Den habe ich mir Ende letzten Jahres gegönnt. Den habe ich mir bei Amazon gekauft. Das ist mein Akkustaubsauger. Der ist so geil. Der ist jetzt nur leider voll. Schön. Der ist ja richtig dreckig, aber gut. Ja, kann ich euch auch mal in der Infobox verlinken, aber ich glaube, den gibt es gar nicht mehr. Eine ganze Zeit lang gab es den nämlich gar nicht. Deswegen, ja, das ist ein 21,6 Volt Vieh. Der ist nicht so laut. Das geht vollkommen klar. Du kannst ihm sagen, hey, du bist gerade auf dem Teppichboden oder hey, du bist gerade auf Fliesen. Und wir haben ja hauptsächlich Fliesen. Ich will nichts umhauen hier. Genau, so sieht der Fuß unten aus. Den kann man auch super reinigen. Also, ne, und ich habe ja ziemlich lange Haare. Sammy hat auch noch sehr, sehr viele Haare und die fallen ständig runter. Und deswegen ist so ein Teil Gold wert. Also einmal am Tag benutze ich den sowieso. Und ja, ne, den kannst du halt nochmal zusätzlich verwenden. Das geht halt viel schneller. Und den zeige ich eigentlich hauptsächlich deswegen, weil ich meine Liebe zu Akkustaubsaugern durch ihn ja entdeckt habe. Du kannst du hier auch ganz normal dann verwenden. Ist voll. Meine Schwiegermama war eben da und die hatte Spaß damit und ist damit tatsächlich durch die Wohnung gelaufen. Weil als wir vom Spazierengehen wiedergekommen sind, hatte natürlich jeder dreckige Schuhe und dann musste ja gesaugt werden. Ne? Also allein, dass sich unser Besuch unseren Staubsauger schnappt, weil er Spaß dran hat, damit zu saugen, spricht eigentlich für das Gerät, muss ich sagen. Das war jetzt echt nicht geplant, aber es war halt so. Und ja, okay, auf jeden Fall. Finde ich klasse, finde ich einfach. Das ist ein tolles Gerät und ich kann es einfach jedem empfehlen. Ne? Also das ist, weiß ich nicht, auch super, wenn man jetzt so sein Auto, ne, könnte ich meinem Nachbarn vielleicht mal empfehlen. Ist halt ein Gerät, da brauchst du kein Kabel oder sowas für. Und ja, ich finde den klasse.
Ja, das war jetzt schon allerhand Lifestyle, Leute. Ich glaube, wir sollten mal so einen kleinen Schwenk wieder zurück zu Beauty machen, um das Ganze hier ein bisschen homogener zu gestalten. Eine Foundation, die ich im ersten Quartal sehr lieb gefunden habe, und da brauchst du nicht viel von. Das siehst du auch anhand dessen, dass ich nur so wenig daraus verwendet habe, obwohl ich die fast jeden Tag verwendet habe. Das ist krass. Wieso ist denn da nur so wenig raus? Hätte ich ja im Leben nicht mit gerechnet, dass das nur so wenig ist. Egal. Ich habe auch wirklich nur einen einzigen Pumper. Es ist übrigens die The Ordinary Serum Foundation. Einen einzigen Pumper habe ich gebraucht für mein komplettes Gesicht. Da hattest du auch wirklich eine leichte Deckkraft, aber du hattest eine schöne Deckkraft. Ich habe hier die Farbe 1.1N und die fand ich klasse. Das ist ein Pumper. Das ist eine coole Nummer. Muss ich wirklich sagen, die fand ich extrem empfehlenswert. Ja, hat mir gut getan. Habe ich gut gefunden, finde ich immer noch gut. Eine Kombi, und da habe ich jetzt eben, ich glaube, das ist in meiner Aufgebrauchtkiste irgendwo drin, ich habe die andere Mascara dazu nicht gefunden, habe ich hier so eine Mascara-Kombi, die ich super gerne getragen habe. Deswegen muss die auch mit rein. Da habe ich einmal von Catrice die Glam & Doll Boost Mascara. Das ist die graue Variante mit dem Gummibürstchen. Die habe ich mir immer in einer Schicht aufgetragen. Und dann habe ich hiervon noch eine Schicht drüber. Das ist die L'Oreal Air Volume Mascara. Und entweder dann noch eine Schicht von der hier oder noch eine von der Glam & Doll Boost. Je nachdem, wie viel Bock ich da drauf hatte. Die Glam & Doll Boost ist halt auch noch dafür da, dass das Wimpernwachstum angeregt wird. Und sie definiert die Wimpern, gibt denen Länge und wie auch immer. Richtig cool. Und dann kommst du mit der drüber und das dir, also ne, Glam & Doll Boost hat halt ein Gummibürstchen. Und hier hast du so ein richtig dickes Oschi-Bürstchen, wo ordentlich viel Produkt dran ist. Ein Kunsthaarbürstchen oder Faserbürstchen vielmehr. Und also die beiden in Kombi war echt ein Traum. Muss ich sagen, will ich sagen, sage ich jetzt auch, kann ich voll empfehlen. So, was noch? Eine, ja, jetzt nicht unbedingt diese Lidschattenpalette an sich, aber ein Lidschattenlook ist etwas gewesen, was quasi so mein Everyday-Look war, mehr oder weniger, den ich mir dann quasi nach der Arbeit oder manchmal auch in der Mittagspause dann mal eben geschminkt habe. Und zwar, jetzt habe ich das gerade mit einem Bronzer und Highlighter gemacht, ne, aber im Prinzip habe ich mir das mit fast jeder Lidschattenpalette, die ich halt aus meiner Sammlung genommen habe. Also jede Woche nehme ich mir eine Lidschattenpalette raus, um sie zu verwenden und zu gucken, wie ich die so mag. Da hatte ich jetzt hier von Catrice die 5 in a Box 010 Golden Nude Look Palette. Das ist diese hier. Und die spiegelt im Prinzip genau das wider, was ich jeden Tag mir generell mit anderen Paletten auch geschminkt habe, selbst wenn die noch so bunt waren. Ich habe eigentlich immer nur zu solchen Farben gegriffen. Das heißt, ich habe mein Lid gesettet, entweder mit Puder oder mit einem Ton, der in der jeweiligen Wochenpalette drin war. Dann habe ich mir einen Ton in die Lidfalte gegeben, der so ein bisschen hellbraun war, sage ich mal. Also hier quasi so ein Ton, ne, habe ich mir dann in die Lidfalte gegeben, um sie zu definieren. Habe sie dann entweder mit so einem dunklen Ton vertieft oder den Ton genommen, um mir schon mal einen Eyeliner zu ziehen, zur Wimpernkranzverdichtung. Dann habe ich mir einen hellen Schimmerton genommen in den inneren Augenwinkel und dann quasi bis, also zwei Drittel, ne, habe ich das gezogen, und im äußeren Drittel habe ich mir dann ein Gold, ein Schimmerbraun oder sonst irgendwas aufgegeben. Halt echt ein geiler Look, ne. Habe ich, also simpel, achso, und das, irgendeinen von denen habe ich mir dann, also von den braunen Tönen habe ich mir auch noch an den unteren Wimpernkranz gegeben. Ich fand einfach, dass es frischer aussah. Selbst wenn ich im Homeoffice war, mochte ich das ganz gerne. Also entweder habe ich mir das dann tatsächlich morgens, wenn ich ganz wild war, drauf gemacht, also noch vor der Arbeit oder halt in der Mittagspause, ne, dass man halt, wenn man ein Zoom-Meeting hatte, was vielleicht ein bisschen mehr nicht nach Pyjama, da kommen wir gleich noch zu, oder Chillness aussieht, sondern halt wirklich nach, sie hat sich hingesetzt und morgens ist sie aus dem Bett aufgestanden und hat sich fertig gemacht, aussehen soll, habe ich dann halt so einen Look geschminkt. Dazu die Foundation und ja, den Mascarengedönsen. Mega. Also, muss ich wirklich sagen, das fand ich, habe ich halt ständig getragen, deswegen gehörte das rein. Einen Concealer habe ich dazu auch verwendet, der ist auch noch immer noch in Anwendung, der Yves Saint Laurent Touche Eclat Radiant Touch Concealer. Der war in einem Adventskalender drin und hat eine super leichte Deckkraft. Das ist jetzt, welche Farbe bist du? Weiß ich nicht. 40 TB? Keine Ahnung. Schreibe ich euch in die Infobox einfach mal rein. Genau. Der hat eine sehr, sehr leichte Deckkraft, aber der ist schön, weil der rutscht nicht in die Fältchen. Der creased nicht, der macht keinen Scheiß. Der macht halt wirklich genau das, was er machen soll, nämlich leicht abdecken und mich frisch aussehen lassen.
Das finde ich klasse. Dazu habe ich einen Eyeliner gerne getragen, wenn ich nicht Bock hatte, mir entweder mit Lidschatten eine Wimpernkranzverdichtung zu machen oder wenn ich einfach mal Bock auf einen richtigen Wing hatte und der hält und hält und hält. Also das Produkt an sich hält und hält und hält auch. Das trocknet nicht aus, das braucht sich nicht auf. Das ist so krass und wahrscheinlich, wenn ich das jetzt sage, ist er morgen leer, aber gut. Das ist so ein geiles Produkt und zwar von Ayeko, der Black Magic Liquid Eyeliner and White Lash. Also der ist so, so toll. Der dürfte ein Dupe oder ein Zwilling sein zu Kat Von D Tattoo Liner, weil der halt so eine Pinselspitze auch hat. Das ist kein Schwämmchen. Das mag jetzt vielleicht so aussehen, aber es ist kein Schwämmchen. Das sind Pinselchen. Ganz, ganz fein. Und damit kann ich so toll malen. Und der hält so gut. Also teilweise bin ich halt auch jemand, ne, wenn ich dann am Laptop sitze, ich fummel mir an den Augen rum oder so, der verwischt nicht. 1A. Richtig geil. Hatte ich, glaube ich, auch sogar in meinen Jahresfavoriten drin. So, jetzt sind wir ja schon ziemlich viel beautymäßig unterwegs gewesen. Ich würde sagen, wir machen mal wieder einen kleinen Themenschwenk. Und zwar habe ich dieses Quartal mir vorgenommen, deutlich mehr zu trinken. Natürlich haben mir da auch ein paar Kooperationen oder eine ganz bestimmte Kooperation so ein bisschen geholfen, mehr über mein Trinkbedarf, mein Trinkverhalten nachzudenken, was ich richtig gut finde, was ich auch gerne in meinen Videos transportiere und transportiert habe. Gleichzeitig hatte mein Freund SodaStream aber schon letztes Jahr gekauft, aber dieses Jahr haben wir das dann in Glasflaschen geholt und das haben wir dann einfach deutlich exzessiver nutzen können, weil wir jetzt viel mehr diese Glasflaschen haben, die wir dann auch immer wieder in die Spülmaschine packen, die übrigens super schnell kaputt gehen, diese Glasflaschen. Ich weiß nicht, ob ihr da ähnliche Erfahrungen habt, bei uns brechen die ständig. Ich weiß nicht, was in unserer Spülmaschine abgeht, wenn wir nicht zugucken, aber krass, sind nicht sehr beständig die Teile. Egal, auf jeden Fall trotzdem fand ich das cool, dass wir einen SodaStream haben und deswegen halt unsere Getränke uns dann selber machen. Und was ich halt auch dann für uns entdeckt habe oder was wir für uns entdeckt haben, sind diese ganzen Sirup-Geschichten, die man da reinmachen kann, wenn man so diesen ganzen Kaloriengedönsen, was wir hier hatten, wir hatten immer irgendwelche Cola, Fanta, Sprite, krasse Kalorien-Zuckerbomben hier. Das haben wir damit vollkommen wegradieren können. Wir haben jetzt nur noch diese Sirupviecher. Ich habe das letztens schon mal irgendwo in dem Video gesagt. Du hast viel, viel weniger Zucker, viel, viel weniger Kalorien drin. Ich merke das bei mir sowieso. Mein Freund wird es wahrscheinlich auch merken. Wir haben uns schon lange nicht mehr auf die Waage gestellt. Aber ich würde schon sagen, dass man merkt, dass man A, mehr trinkt und dass man B, weniger Kalorien und Zucker aufnimmt. Genau. Ich habe jetzt hier tatsächlich gerade ein Wasser drin, was ich mit so einem Rhabarber, mit einer Rhabarberschorle gemacht habe. Und das ist so lecker, das ist so erfrischend. Diese Rhabarberschorle habe ich gefunden im DM-Online-Shop. Die gibt es sonst irgendwie nirgendwo. Also das ist nämlich in so einer Glasflasche. Ne? Ansonsten haben wir diesen Sirup in Plastikflaschen. Bestellen wir entweder bei Amazon oder kaufen das bei uns im Supermarkt. Ne? Genau, aber das ist super lecker und ich trinke so viel mehr dadurch. Wo wir schon bei diesem Glas sind. Und zwar habe ich ja die Kooperation mit Waterdrop. Die habe ich auch noch nicht allzu ewig lange, aber ich gehe euch damit ständig auf den Sack. Ich weiß, ich zeige euch ständig, dass ich trinke. Aber ich finde es wichtig, denn also es machen viele YouTuber, die das dann auch mal kurz erwähnen. So, Leute, macht mal eine Trinkpause. Ich versuche es eben auf diese Art und Weise. Gleichzeitig gebe ich euch noch den Code Claudi5 mit an die Hand, dass ihr 5 Euro sparen könnt, bla bla. Wisst ihr Bescheid, ne? Ich finde es aber klasse. Also da habe ich zum einen dieses Gläserset, da hatte ich ja auch den Adventskalender, ne? Genau, das habe ich zugeschickt bekommen und da ist jetzt natürlich was von SodaStream drin. Super, hier repräsentativ, Claudinchen. Ich musste aber gerade sowieso mal ein bisschen was trinken, weil ich rede hier. Und zusätzlich habe ich etwas für die kalte Jahreszeit bekommen. Und zwar hat Waterdrop diese Micro-Tees rausgebracht und hier habe ich Mellow Mint. Und ihr seht das gerade auch schon im Hintergrund, ne? Es ist so schön. Ich stehe aktuell mega auf Tee, also auf Tee im Allgemeinen. Ne? Also das ist mega mein Vibe, dass wir halt dieses ganze Gemütlichkeitsgedöns zu Hause haben und da gehört Tee auch mega mit zu. Und das, ich habe so abgefeiert, als Waterdrop mich dann gefragt hat, ob die mir deren Teeset zuschicken sollen. Und ich, yay, ich bin dabei, super gerne. So, ich habe mir jetzt hier, und das mache ich immer, einfach heißes Wasser in diese Kanne reingemacht. Die sind recht hochpreisig, ne? Müsst ihr selber wissen, wie und ob und keine Ahnung. Ich habe es halt zugeschickt bekommen, ich finde es großartig. Und in ein so ein komplettes Vieh packe ich nur einen einzigen Drop Micro-Tee rein. Einen einzigen. Weil ich sowas eigentlich eher zum Durststillen nehme und diesen Micro-Tee als kleiner Geschmack im Hintergrund haben möchte. Genau.
zusätzlich gibt es in diesem Set auch noch zwei von diesen Bechern, was ich total, es ist so, wir machen eine kleine Tee-Time mit Freunden gedönsen, ne? Ich liebe es. Abends trinken mein Freund und ich übrigens auch immer Tee. Also da haben wir verschiedene Tees, die wir dann, wo wir uns halt durchprobieren, ne? Hier habe ich dann quasi den Tee drin. Und das ist so ein bisschen, einerseits ist es so back to the roots, ein bisschen rustikaler, weil du halt keinen Henkel hier dran hast an diesen Tässchen quasi. Und andererseits ist es so mega modern, bei Pulver beschichtet und keine Ahnung. Es ist so ein, weiß ich nicht, Zusammenspiel. Und dann, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich liebe es, diesen Wasserdampf. Boah. Und ich finde auch, dass ein Waterdrop oder ein Micro-Tea pro so einem großen Ding oder wenn ich halt diese großen Wasserflaschen habe von Waterdrop, Mensch, mache ich auch nur einen einzigen Drop rein. Das reicht mir. Also auf einen Liter oder ne, ungefähr bis zu einem Liter brauche ich wirklich nur einen einzigen Drop. Prost. Das ist wirklich, also ich kann es empfehlen. Tee im Allgemeinen, die Waterdrop-Produkte, die einen einfach genauso wie SodaStream halt mega animieren, mehr zu trinken, weil ich das so wichtig finde. Ich merke das bei mir richtig, wie meine Haut sich wieder aufplammt, wie die sich besser fühlt. Ja, ich habe eine Mr. Fried-Familie. Ja, ich habe hier oben auch irgendwie was. Keine Ahnung, was da abgeht, aber es ist hauptsächlich die linke Gesichtshälfte. Die linke Gesichtshälfte steht für die Psyche. Meine Psyche ist aktuell ein bisschen Larifari unterwegs und in Bearbeitung, um das mal so zu sagen. Macht euch keine Sorgen, wir kriegen alles wieder gebacken, ne? Aber es hilft mir einfach. Ich finde, dass ich fühle mich auch frischer. Ich fühle, dass meine Organe das Ganze auch aufsaugen und richtig so, ha, endlich! Eine Zeit lang habe ich wirklich fast nur Kaffee getrunken. Fast nur Kaffee und das ist nicht gut. Und abends dann zu Hause ein Kakao. Ja, das ist alles nicht Wasser, Claudinchen. Ne? Du musst schon ordentlich Wasser deinem Körper geben. Deswegen, ich empfehle Tee, Micro-Tee zum Beispiel, je nachdem, wie ihr das möchtet, ob ihr das möchtet. Gönnt euch hart, aber genießt euer Leben. Ja. Oh, die Frau ist total bekloppt. Genau, ich habe hier noch was bei mir stehen, was ich natürlich hier nicht jetzt hier habe, weil ich habe die Box ja schon ausgepackt. Und zwar ist natürlich mein absoluter Quartalsfavorit, was Beautyboxen angeht, die Yoga Junkies Sweet Love Edition in Kooperation mit Claudis Welt. Selbstverständlich kann ich euch das hier oben verlinken. Ich bin unheimlich stolz darüber. Ich bin stolz drauf. Doch, ich bin stolz darauf, dass ich diese Kooperation machen durfte. Dass Yoga Junkies, also dass Hannah und Tyler da mit mir zusammen halt gearbeitet haben oder immer noch arbeiten. Ne? Ich bekomme die in der Kooperation zugeschickt und ja, dass ich da auf das Titelbild durfte, dass ihr das auch so positiv aufgenommen habt, das fand ich so geil. Ich war so dankbar auch dafür tatsächlich und bin es nach wie vor bei, also für euch, also ich bin euch dankbar. Genau, weil ihr habt mich überhaupt dahin gebracht, dass ich die Möglichkeit bekommen habe, dass ich auf das Cover darf, dass ich in irgendeiner Art und Weise Teil der Box sein kann. Und ja, das hat mich einfach stolz gemacht, Leute. Das fand ich einfach cool und ich erzähle da gerne von und bin einfach immer mit einem gewissen Grinsen im Gesicht unterwegs. Ich habe auch in meinem Hintergrund, ihr seht das nicht, weil das ist quasi über dem Radius der Kamera, immer dieses Heftchen stehen. Das wird dort auch immer stehen bleiben, denn das ist einfach für mich geil. Ja, so viel dazu. Ihr habt es ja mitbekommen, dass ich so ein paar Struggle mit meinen Augen hatte, nachdem ich eine Augencreme verwendet habe, die meine Augen eher schuppig und nicht so gut hat wirken lassen. Da musste ich halt schauen, was mache ich. Natürlich habe ich entzündungshemmend Propolis-Salbe zum Beispiel verwendet, die habe ich jetzt aber gerade nicht hier. Etwas, was ich aber dann tatsächlich auch genommen habe, abends vorm Schlafen gehen, ist das hier. Das ist eine Euterpflege-Spezial von HK. Genau, das habe ich mir auf die Augen geschmiert, Leute. Aber das hat mir geholfen. Ich hatte so eine schlimme, ich halte es hier nochmal hin, ne? Ich hatte so eine schlimme Augenpartie. Es sah echt furchtbar aus. Es war hier schuppig. Ich habe immer noch ein bisschen, dass es echt crusty ist und dass es noch nicht ganz wieder regeneriert ist. Aber die hier hilft mir wirklich jeden Abend jetzt, dass meine Augen wieder regenerieren. Und ich bin baff. Ich hatte das einmal irgendwann, hatte ich diese Pflege aussortiert. Dann hatte mir jemand geschrieben, hey, das kannst du doch super nehmen, wenn Sammy zum Beispiel so seine Liegestellen an seinen Ellenbogen hat, ne, dass ich das dafür verwende. Habe ich gemacht. Sammy war da nicht so begeistert von, aber er musste da nochmal durch. Hat übrigens auch sehr gut geholfen, weil das so schorfig war, ne? Und dann habe ich mir, hatte ich die am Bett stehen, weil ich das halt immer gemacht habe, wenn ich halt ins Bett gegangen bin, dann habe ich Sammy da diese Schorfstellen eingeschmiert. Und dann habe ich
ich so überlegt, ja, Claudinchen, du hast jetzt gerade an deinen Augen sowas Ähnliches. Vielleicht hilft das ja auch bei dir. Habe ich mir das auf die Augen geschmiert und es hat tatsächlich geholfen. Ne? Mega geil, also vielen Dank an wen auch immer, wer auch immer mir den Tipp für Sammys Ellenbogen gegeben hat, denn das hat mich quasi dazu gebracht, daran zu denken, dass es hier auch funktionieren würde und es hat geholfen. Richtig geil. Okay, ein bisschen Beauty habe ich hier noch tatsächlich. Und zwar ist das dieses wunderschöne Teil, das ist der PMD Rose Quartz Rampampam Vibrationserwärmedicht-Ding. Ist eine Kooperation gewesen, die habe ich zugeschickt bekommen zum Testen. Das Einzige, was ich hier echt traurig finde, ist, dass mir das leider letztens in der Dusche runtergeflogen ist. Deswegen hat hier mein Rosenquarz, der hier hinten drin ist, einen Riss und einen Scratchy Gedönsen. Oh Mann, das ist total schade. Trotzdem kann man das aber noch weiterverwenden, aber du weißt halt, dass es kaputt ist, ne? Ich habe auch schon mit meinem Freund gesprochen und ihn gefragt, ob er eine Idee hat, wie man das reparieren kann. Wenn ihr eine Idee habt, schreibt mir das gerne. Ich möchte halt trotzdem den Rosenquarz da, ne? Das ist ja dieser Effekt, der wird ja warm. Man kann das hier anstellen, dann wird der Rosenquarz warm. Dann kann man das auf der anderen Seite anstellen, dann vibriert das. Mit der Seite reinige ich mein Gesicht unter der Dusche immer. Dann mache ich Schaumreiniger. Mega geil, ne? Ich lieb's. Und mit der Seite arbeite ich Reste von Masken ein zum Beispiel. Oder ich gehe damit tatsächlich auch über meine Tuchmasken drüber. Ne? Das habe ich, ich weiß gar nicht, wer das gemacht hat, aber irgendwer hat das mal in seinem Video gemacht und ich fand das geil und dann habe ich das übernommen, weil ich das so geil fand. Einfach da drüber gehen und dadurch das Serum noch tiefer einarbeiten. Das ist, ne? Hammer. Auf jeden Fall kannst du das Ding dann auch wirklich erwärmen lassen, was jetzt im Winter ultra geil war. Wenn ich Serum eingearbeitet habe, war das so, oh, es war so geil. Im Sommer brauche ich das mit der Erwärmung wahrscheinlich eher weniger. Aber jetzt im Winter habe ich das hart gefeiert. Genau, und die Seite fand ich jetzt zum Reinigen halt auch echt klasse. Geiles Teil, sackenteuer. Blissim Box hat aktuell irgendwie so eine Special Box, wo das Ding mit drin ist. Das bekommt ihr dann viel, viel günstiger. Packe ich euch auch unten in die Infobox. Also habe ich hart gefeiert und ja, genau. Dann kommen wir jetzt mal zu Kleidung. Oder habe ich noch was? Goldschmuck habe ich mir aufgeschrieben und Haarspange, genau. Wir gehen jetzt meinen Körper mal entlang. Ja. Das passt, ne? Dann können wir auch mit Kleidung das machen. Diese Haarspange hatte ich im Rosenthal X The Hair Company Adventskalender drin. Und die trage ich seitdem ständig. Das ist so mein Everyday. Jedes Mal verheddert sich das. Ständig trage ich diesen Look, weil ich roll dann die Haare da immer morgens drin ein und dann wubbel ich die auseinander. Deswegen habe ich manchmal in Videos auch ganz tolle Wellen. Ich habe mir da keinen Lockenstab oder so für geholt, Leute. Ist übrigens immer noch fancy, dass hier dieser Staubsauger steht, ne? Entschuldigung. aber die macht, das macht einfach so einen Look. Und das einfach ohne, dass ich irgendwie Hitze oder sonst irgendwas, ne? Und über Tag hat mir das die Haare dann immer zusammengehalten. Also das habe ich hart gefeiert. Deswegen, also nicht nur, dass es einfach effektiv war, weil mir das die Haare halt aus dem Gesicht genommen hat und ich dann normal arbeiten konnte, Videos drehen konnte, bla. Sondern halt auch, ja, dass ich so einen Look gekriegt habe und so. Deswegen feiere ich dieses Teil hart. Also das ist so richtig, sieht so böse aus, ne? Und ich habe auch, als ich das aus dem Adventskalender ausgepackt habe, gedacht so, ja, herzlichen Glückwunsch. Das habe ich vielleicht mal vor 15 Jahren getragen. Herzlich willkommen in den 2000ern. Aber nein, ich feiere das. Und das ist wirklich robust und ich habe das echt viel in Anwendung. Also klasse Teil, ne? Und das kommt von The Hair Company dann. Also von dem Part The Hair Company. Genau. Dann habe ich meine Liebe zu Goldschmuck entdeckt, was natürlich auch so ein bisschen mit diesen ganzen Adventskalender-Unboxings zusammengehangen hat, weil ich vorher gar nicht so viel Goldschmuck hatte. Und jetzt bin ich halt mal in den Genuss gekommen, ein bisschen mehr davon zu tragen und um einfach mal auszuprobieren, was steht mir eigentlich. Ne? Ich habe sonst immer nur Silberschmuck getragen. Ich glaube, die Ohrringe habe ich von iCrush und die Kette müsste entweder von der Yoga Junkies Box kommen oder von der My Little Box. Das weiß ich gerade nicht. Ich glaube, von der My Little Box, da war die mal drin. Ist jetzt aber auch wiederum nur exemplarisch, genauso wie Ringe. Ne? Die sind ja auch aus allen möglichen Bereichen. Also ich habe, oh, ich liebe diese Ringe, aber gut. Auf jeden Fall, Goldschmuck steht mir und das wusste ich nicht. Also ich bin halt ein neutraler Typ, das heißt also vom Hautton her auch. Das heißt, ich kann sowohl Silber als auch Goldschmuck tragen und Goldschmuck lässt mich irgendwie auch freundlicher aussehen. Das macht das Ganze irgendwie weicher und nicht so hart und deswegen habe ich den auch wirklich sehr oft getragen. Gehen wir jetzt mal weiter an meinem Körper und jetzt kommen wir zu einem Pullover, in dem ich quasi gelebt habe. Also sobald der aus der Wäsche raus war, habe ich ihn direkt wieder angezogen. Wahnsinn, wie oft ich diesen Pulli getragen habe. Der ist von Amazon
Und ich liebe die Farbe. Ich liebe den Schnitt, ich liebe die Farbe. Cinderella Block Neu hat sich den auch schon nachgekauft in vielen verschiedenen Farben. Liebe Grüße an dieser Stelle. Ich liebe ihn. Das ist vom Stoff her so ein bisschen extrem leicht. Also du merkst faktisch gar nicht, dass du irgendeinen Pulli anhast gefühlt, aber er hält trotzdem warm. Es ist super viel Polyester höchstwahrscheinlich drin. Also es ist jetzt, ne? Es ist halt ein Pulli, aber ich liebe ihn. Du kannst ihn so toll kombinieren. Ich habe den meistens getragen einfach zu einer Leggings, aber weil wir heute auch Besuchte hatten, habe ich mich erbarmt und habe mir einen Rock angezogen. Den Rock habe ich von Ernstings Family mal vor Jahren gekauft. Den liebe ich. Der knackt, das waren meine Zehen. Wow. Der passt halt auch echt gut dazu, ne? Also das ist halt echt so ein Outfit, in dem ich gelebt habe. Ja, kann man tatsächlich so sagen. Dann habe ich schiebe mal eben meinen Stuhl nach hinten. Entschuldigung, Sammy, nicht erschrecken. Ach, der Pendy. Dann habe ich diese Leggings an. Auch die kommen von Amazon. Die ist so bequem, Leute. Die ist so geil. Kann ich nur empfehlen. Packe ich euch auch mal, wenn ich es noch hinkriege, in die Infobox. Die ist weich. Die weiß ich nicht, schmiegt sich schön an und ja, macht halt Freude. Und das ist halt echt ein Outfit, in dem ich mehr oder weniger gelebt habe, ne? Voll krass. Etwas, was ich jetzt drunter habe, aber nicht zeigen werde, ich habe es in Haut, also in so, wie, was ist das für eine Farbe? Hellbraun, beige, ne? An. Sind halt diese Teile, die habe ich auch von Amazon. Das sind so Bustier Bras, das ist jetzt auf links, herzlichen Glückwunsch, das hat gut funktioniert. Die sind so gerippt. Nach außen hin, nach innen hin sind die total weich. Die kannst du entweder mit BH oder ohne BH tragen. Ich habe die in schwarz, weiß und halt in diesem hellbraun. Und ich liebe die Teile, weil immer wenn ich BHs anhabe, und das habe ich leider öfters mal als Problem gehabt, die stehen manchmal hier in dem Bereich so ganz komisch ab. Ich weiß nicht, ne, ob das dann heißt, dass die zu groß sind, zu klein sind oder wie auch immer. Aber die stehen dann komisch ab. Wenn ich aber so ein Bustier drüber packe, dann ist das so platt, also das hält alles an Ort und Stelle, finde ich total klasse. Ja, wenn ich dann mal nicht einen Videodreh habe oder wenn ich einfach einen Chili-Milli habe, dann ziehe ich da auch kein BH drunter an, weil eigentlich sind das ja Bralettes, Bustiers, wie auch immer. Aber ich habe sie echt gefeiert. Ja, etwas, worin ich absolut gelebt habe und wofür ich mich tatsächlich auch ein bisschen schäme. Man sieht es nicht in den Videos. Man sieht es auch nicht, wenn man auf Arbeit ist und in der Zoom-Konferenz ist und im Homeoffice ist, ne? Aber ich habe in dieser Jogginghose gelebt. Es ist traurig, aber ich habe sie teilweise tagelang auch nicht gewaschen. Ja, das ist eine Jogginghose von Chiquelle und die ist so unglaublich bequem, Leute. Ich kann es nur, also die ist geil. Die hat unten ein Bündchen, was, ne, das ist alles, ich bin sogar mit dieser Jogginghose und Sammy spazieren gegangen. Ja, also ich liebe diese Hose. So peinlich eigentlich, ne? Die hat Taschen, das ist sehr praktisch, da kann ich aber kein Handy reinpacken, weil mir das rausfällt. Die hat ein super bequemes Bündchen, also ein Traum, ich weiß gar nicht, welche Größe ich habe. Also man sieht schon anhand dieses Schildchens, wie oft die schon getragen wurde. Größe M habe ich tatsächlich, die müsste es auch noch geben, die müsste es auch noch in anderen Farben dort geben. Aber das ist halt so, ja, mein letzter Artikel, glaube ich. Nein, nicht ganz, ich habe noch was. Ja, worin ich halt gelebt habe. Und die ist so weich und so bequem. Die sieht nicht sexy aus. Und das ist eigentlich auch nichts, was man trägt, wenn man aus dem Haus rausgeht. Ich bin damit einkaufen gegangen, ich bin mit Sammy spazieren gegangen. Ich habe, ne, kenne ich nix. Aber das ist echt, das muss ich zeigen. Ich bin ehrlich, das ist eins der Megateile gewesen, was ich in den letzten 3 Monaten getragen habe. Sorry. Okay. Ich glaube, ist das das Letzte? Ich glaube schon, ja. Das Letzte, was ich euch zeigen möchte, ist natürlich eigentlich eher der Favorit von Sammy. Und zwar ist das von Beura diese Tageslichtlampe. Die ist richtig geil. Das ist so ein... Link ist in der Infobox. So ein Monitor einfach. Und da kommt Tageslicht raus. Die habe ich reduziert bekommen und sie müsste aktuell auch noch reduziert bei Amazon sein. Habe ich 2 Stück von. Eine steht hier im Hintergrund, eine steht bei mir auf meinem ganz normalen Büro-Arbeitsplatz im Büro. Dass wenn ich einfach, ich brauche Tageslicht in dieser dunklen Jahreszeit und wenn ich merke, dass ich das brauche und dass ich das vermisse und so, dann mache ich das Ding halt an. Und eigentlich war das dafür gedacht, dass ich das zu Hause für mich mache. Seitdem ich dieses Ding hier bei mir stehen habe,
läuft Sammy ständig, aber wirklich ständig hier rein. Er legt sich da gerne vor. Er bekommt so, wenn er da vorne liegt, glaube ich, auch ein bisschen was davon ab. Aber er weiß ich nicht, aber er feiert das Hardcore. Er feiert diesen Platz auch Hardcore. Und ist ein absoluter Quartalsfavorit von uns tatsächlich dann ja auch. Du kannst dadurch richtige Lichtduschen nehmen. Das soll alles stimmungsaufhellend wirken und ich kann das auch tatsächlich für mich persönlich bestätigen. Es tut mir gut und ich mag das. Ich benutze das jetzt quasi als Hintergrundlicht und ein Stück weit auch einfach für Monsieur, ne? Weil er das einfach so feiert und dann, ja, lassen wir es einfach da, wo es ist. Und genau, deswegen gehört das auch mit in die Quartalsfavoriten. Ich schiele noch schnell auf meine Liste, aber ich müsste jetzt alles soweit gezeigt haben. Ihr kennt das bei mir. Meine Quartalsfavoriten sind nicht nur beschränkt auf einen bestimmten Bereich, es kommt aus allen möglichen Bereichen. Und deswegen ist das immer ein bisschen umfangreicher hier. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen, tja, was packe ich da rein? Claudi testet alles Videos. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!